Gestern Abend sind wir auch in Düsseldorf von einem Amokläufer heimgesucht worden, der mit einer Axt 7 Menschen verletzt hat, davon 2 Menschen schwer verletzt hat. Und mein Mitgefühl und meine aufrichtige Anteilnahme gilt den Opfern dieses Amoklaufs von gestern Abend und mein großer Dank an die Einsatzkräfte, an die Polizei, dass sie so schnell und konsequent gehandelt hat und zum Glück den Täter auch inzwischen in Gewahrsam nehmen konnte.